Ich glaube, wir werden mit dem Rambock einen vernünftigen Angriff hinkriegen. Danke, Rodrock, fürs Twitch Prime abonnieren. Am besten bekommst du Gold mit Karawane, würde ich sagen. Aber es dauert halt lange, bis die Karawane was abwirft. Also an sich musst du in alles investieren letztendlich. Aber am meisten bringt durchgängig eine Stadt ein. Es gab noch kein Patch, was die Belagerungsmechaniken updatet, aber es gab einen Patch, das, der die Performance von Belagerung verbessert hat. Obwohl ich glaube, ich mache es auf 750. Von den Truppen. Also ich muss beim Online-Banking übrigens keine TAN eingeben, worüber ihr euch unterhaltet. Ich habe eine App, die meinen Fingerprint benutzt, damit ich die Überweisung freigebe auf dem Handy. Und muss auch keine TAN mehr oder sonst irgendwas oder SMS oder schieß mich tot bekommen. Was ich super finde. Also es ist keine hundertprozentige Sicherheit, finde ich. Aber es ist bequem. Deshalb setze ich das auch durch am Ende des Tages. Unsere Leute schießen, töten sogar mal Leute auf dem Wall. Oh oh, die Katapulte drin machen meine Battery Ram kaputt. Tja, das war's mit dem Siege Machine Trick. Jetzt müssen wir Leiter benutzen. Wie erlerne ich neue Schmiedekunst für Tier 2 oder höher? Normalerweise kriegst du gewisse Sachen beim Einschmelzen einfach so. Ich habe auch das Gefühl, dass es einfach random ist mit Skill Points, dass neue Sachen freigeschaltet werden. Ich habe immer das Gefühl, dass die auf dem Schlachtfeld die ganze Zeit Timme rufen. Timme! Timme! Für Timme! DTR, ich bin von der Leiter gefallen! Sie schaffen es so nicht.
on my command! Da haben die auch Leitern aufgestellt. Wir bluten gerade nur viel. Der Rambock wurde zerstört beim Ranfahren. Aber das hier wieder, ne? Dass die hin und her laufen. Ich wollte nur zeigen, dass man auch die zweite Leiter benutzen kann. Komm mal her, Dicker. Was siehst du denn so aus, hä? Warte, warte, warte. Ich hab dich. Doch. Mir gehen die Truppen aus hier vorne. Tja. Witzig, die Battering Ram steht wieder da. Wir haben so viele Verwundete, ich warte erstmal ein bisschen. Katapulte sind schwierig zu sagen, dass sie was bringen. Problem ist, sie werden halt von der Verteidigung vom Feind sehr schnell zerschossen. Das ist halt noch nicht so ausgereift mit dem Tribok-Angriff und sowas, finde ich. Aber auf jeden Fall verhält sich die Feindarmee definitiv besser bei Belagerung inzwischen irgendwie. Es kostet Hardwood, glaube ich, die aufzustellen. Ruler Clan gains 1 influence per day. Town taxes are reduced by 5%. Das finde ich aber okay. Noch mehr Einfluss. Ich brauche keine 2 Belagerungstürme mehr, wenn ich alle feindlichen Katapulte zerstört habe, die man hier sehen kann.
Wenn ich die Mauer kaputt mache, kann ich eh reinziehen. Und das werden die nicht überleben. An sich ist das hier, wie es halt hier so dargestellt wird, keine schlechte Idee. So, jetzt sind die Mauern durchbrochen. Weißt du, wie weit 16 Kilometer sind? Ja. 16.000 Meter. Oder willst du eine Veränderung in... Wie heißt das? Untermenschen Maßeinheit. Also ich glaube, es kostet Hartholz, die aufzustellen. So, jetzt lassen die natürlich die Belagerungstürme hoffentlich stehen, weil die Mauer ja durchgebrochen ist und die Tribox schießen halt jetzt auch noch auf dem Schlachtfeld auf den Feind. Und ein anderer Vorteil ist, dadurch, dass die Mauern gecrackt sind, haben die keine Zinnen mehr, wo sich die Bogenschützen verstecken können. Äh, 16 Kilometer wird ein Tribok niemals schaffen. Die war vorhin schon eine Palisadenfestung. Du konntest nur nicht sehen, weil es dunkel war. Auf der Karte sieht es halt aus wie eine Steinburg. Aber sonst haben die keine Chance jetzt gerade. Mein Hund ist nur auf meinen Schoß gekommen, um mich anzupupsen übrigens. Deshalb kann ich jedem nur empfehlen, sich ein Haustier zu holen. Aber pflegt es gut und schmeißt es nicht durch den Raum. Kilometer schwere Steine, circa 300 Meter weit geworfen. Und wenn du mal Bundesjugendspiele warst, weißt du, wie viele 100 Meter sind. Da sind 300 Meter schon ganz gut. ...4000 jeden Tag. So, die Stadt wurde ja auch zwischendurch eingenommen. Dum-dum-dum-dum-dum. Ach, die belagern die schon.
Tja, doof, wenn es keine Feinde mehr gibt. Oh, die wird auch schon belagert. Oh, Moment, der Siege Tower steht schon. Beziehungsweise das Camp. Wie kommt man zur eigenen Stadt, wenn man drei Flaggenteile zusammengefügt hat? Das weiß ich nicht, weil ich die drei Flaggenteile selbst noch nicht zusammengefügt habe, sondern einfach... Achso, was will ich sagen? Einfach mich einem Clan angeschlossen habe, beziehungsweise einem Empire und für die als Vasall tätig bin. Prozent der Village-Einkommen ist pay to ruler clans as tax. Hä? Aber es sind 5% weniger Einnahmen bei den Dörfern. Dann ist das halt so. Guten Abend und dann danke an die Dunkelrot fürs Twitch Prime Abo. Oh, meine Frau ist schon wieder schwanger. Ich muss sie wirklich langsam rausnehmen aus meiner Truppe. Bei der Belagerung schwanger geworden. War bestimmt jemand anders. Wir haben für die Zeit nicht genug Futter mit, glaube ich. Und im Schloss bauen die so schnell die Dinger wieder auf. Ach, der Krieg ist vorbei. Verdammt. Obwohl gar nicht mal so schlimm. Wenigstens gibt es da noch ein paar von denen. Oder? Nein, die Fraktion wurde vernichtet. Oh mein Gott. Ah, ich habe ganz kurz gedacht, Orcs Hall wird mir gehören. Aber es ist ein anderes Kronenwappen.
Wie oft lunzt der Mann rein? Ständig. Danke, Fennex, für Twitch Prime-Abo. Was machst du mit einer Map, die vollständig vom südlichen Empire regiert wird? Keine Ahnung, das südliche Empire ist tot. Ruler Clans 1.5 Influence. Da investieren aber einige ziemlich rein. Ihr dürft gar keine Nahrungsmittel haben, ich nehme euch die alle weg. Die haben so viel Ton und es ist so billig. Und angeblich kann ich es bei Orcs Hall für 41 verkaufen. Ich weiß nicht, warum Truppen desertieren bei meiner Kollegin. Also das Ding muss ich jetzt mal eben kurz bringen. Wenn ich das jetzt wirklich für 41 verkaufen kann. 38. Solange es über 15 ist, mache ich Gewinn. Oh, was ist los, Dicker? Willst du spielen? Ja, willst du spielen? Ja, spielst aber kein PC, sonst würden wir eine Gilde machen. Oh, braves Mikrofon. Oh, fein gerülpst. Du stinkst. Wenn der rülpst, ist so, als wenn du deinen Kopf in den Hausmülleimer steckst. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Proof, du machst keine Gilden. Das ist zu viel Arbeit. Was für eine Gilde? Was macht denn meine Kollegin hier? Ja, die rennt mit zu vielen Truppen rum. Tut mir leid, du hast irgendwas von Gilden gesprochen. Und ich habe nur gesagt, keine Ahnung, was du von mir willst. Vielleicht ist das ja der Hideout, den ich nachher machen muss. Ich mach den einmal leer. Und dann werden wir das letzte Teil vom Banner mal eben suchen. Ach so. Das mit dem rübsenden Hund, dass ich mit dem eine Gilde gründe. Ja, warum auch nicht? Er will Gildenvorsteher, weil er riechen kann, wie die Leute drauf sind, die in die Gilde kommen. Ja, aber das hat nichts mit Alzheimer zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass ich mit dem Hund geredet habe. Und nicht mit euch. Läuft er mit der Lanze und mit zwei Händen hier unten. Auf jeden Fall ist es sehr lang. Pundit sieht wieder alles, weil er das Rainbow... Nein, stimmt gar nicht, das Division-Auge hat. Ich weiß, dass ihr zuhört. Aber ich höre mir nicht immer selbst zu. So. Wo bleibt er? Komm her, du olle Kartoffel. Das war's. Ihr dient jetzt mir. Banzos
Dibidius longus. Soll ich mal ein paar Pferde verkaufen? Schick meine Frau jetzt woanders hin. Keine Lust mehr, vor der Schlacht in sie reinzulunzen. Sie kriegt ja schon das dritte Kind. Da kann sie lieber als einzelne Herrscherin rumrennen und eine Party haben. Ich denke mal, so verhindert man wirklich Schwangerschaften. Vor allem kann die als eigene Party, sag ich mal, meine Beziehung zu Leuten verbessern. Aber es könnte auch sein, dass sie mir die ganze Zeit hinterherläuft. Weil sie mich liebt oder sowas. Was? Die wird weiterhin schwanger? Ich dachte, die muss mit mir in einer Armee sein. Da muss ich sie wohl gefangen nehmen und köpfen, wenn sie weiterhin schwanger wird. Weil ich kann schlecht der Vater sein. So, ich denke, ich kenne sie nicht. So, ich bin nicht sicher, warum du mich aufgesucht hast. Aber mein altes Leben als imperialer Lapdog ist vorbei. Ich glaube, ich habe ein Stück vom Drachenbanner. Ist das wahr? Da ist aber interessant. Aber es gibt noch weitere Stücke. Ach, die Legende vom Drachenbanner. Blub, blub, bla. Ein wahrer Sohn. Kannst mir helfen, einen Käufer dafür zu finden? Ein Käufer? Ich kann viel mehr tun. Hallo Stubentyp. Wir müssen mehr übereinander wissen. Ich war sowas wie ein Palaik. Palaik ist eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird. Außer von einigen alten Leuten. Palaik heißt imperial. Leute, die vergessen... wir sind Leute, die vergessen haben, wer wir waren. Das Empire hat, ist ein Genie darin für Zerstörung. Die Zerstörung von Sprache, Traditionen und Gütern. Oder Götter. Götter. Sie haben unsere Forts genommen, sie haben unsere Männer geschlachtet und haben unsere Kinder in ihre eigenen umgewandelt. Niemand kann die Palaik zurückbringen. Sie sind jetzt Imperiale. Natürlich will ich das Empire zerstört sehen. Der einen habe ich gesagt, ich will dem Empire helfen, ihm sage ich einfach das andere. Ist ja egal, Hauptsache ich bekomme das Banner.
Rauszoomen, dass man die Völker sieht, es gibt nur ein Volk. Das einzig wahre Volk. Das Imperium. Ja, es ist ein anderes Hideout. Aber das habe ich vorher nicht gesehen, obwohl ich dran vorbeigeritten bin. Ohne Scheiße kriegst du viel schneller Skill Points als vorher. Das wurde nachjustiert. Übrigens, ich sehe nur einen schwarzen Fleck, auf den ich schieße. Kann man theoretisch im Empire selber aufsteigen zum Herrscher? Ich denke nicht. Außer vielleicht, wenn du die Tochter heiratst von denen und ihn umbringst. Aber ich glaube, dann hassen dich alle. Kannst du als Vasall selbst Krieg erklären? Nein. Das würde den Status eines Vasallen übersteigen. Ich mach gern 1 gegen 1 gegen dich. Lang lebe der Imperator! So, hoffen wir mal, dass ich jetzt das Stück der Flagge bekomme. Ja. Di. Hatte ich diesen Skill nicht schon mal gegeben? Ach, Moment, da gab's doch den Trade-Skill. Das Verkaufen von Equipment bringt 5% mehr. Ja, was jetzt? Ja, und das Spiel ist übrigens sehr grindy. Bei wem wird das jetzt so sein, dass ich mich lossage?
Er will das Empire zerschlagen. Die andere will das Empire retten. Non-Imperial Kingdom. Der Start einer neuen Legende. Erlaube mich, dich Bannerlord zu nennen. So. Du sollst dieses verfluchte Empire zerstören. Du hast zwei Optionen. Wie kann ich mein eigenes Kingdom? Du musst independent sein von jeglichen Realm. Du musst eine signifikante Menge von Renown haben. Und du musst eine große Menge von Männern haben. Und du musst ein Settlement rulen, also anführen, was nicht imperial ist. Oh mein Gott, er hat den Titel des Spiels genannt. Alles kommt zusammen. So, wollen wir mal jetzt mal das Radikale machen. Boah! Das Problem ist einfach, dann hast du das Reich und dann kannst du überhaupt nicht da reingehen bei dem. Ja, ich wollte gucken, was passiert. Ganz zur anderen Frau, dem ich im Empire helfen soll. Also ich kann dem Empire, ich kann das Empire nicht zerschlagen. Gag ist ja auch, weiß ich nicht, ist jetzt einfach doof. Geh jetzt einfach zur rustigen Frau und sag, alles cool, ich helfe dir. So, ich hab alles. Wir können dich Bannerlord nennen. Wie kann ich meine eigene Fraktion gründen?
Und du musst ein imperiales Settlement haben. Die will doch auch irgendwie einen Bürgerkrieg anzetteln. Weißt du, was ich machen müsste? Die müsste mich independent klären. Müsste dann die Stadt, wo die drin hängt, erobern. Mit genug Truppen. Und dann eine große Party feiern. Ja, aber ansonsten, ich muss ja mit der wieder reden, um das zu machen, um den Bürgerkrieg zu starten. Sonst komme ich ja nicht in diese Stadt rein. Ich habe doch schon Empire Cities. Das gleiche Problem habe ich doch mit dem anderen Typen auch gehabt. Komme ich ja nicht weg von. Die andere Sache wäre natürlich... Ich suche, wo der Anführer ist vom Empire. Sag mich los. Behalte die Sachen und dann zahle ich Geld für Frieden, falls ich das bezahlen kann. Irgendwie sowas sollte auch möglich sein. Going to a point. Und sonst ist eigentlich alles cool, aber wenn der daran vorbei ist, wird er irgendwo hier rumrennen. Oder der ist nach Diatma da oben. Da ist Siramus, den suche ich nicht. Ist nach Osten gelaufen. Da, Luther! Moment. Nee, er heißt Lukon. Ach so, ist auch sein
Dein Schloss, da wird er da drin sein. Oder er reitet da gerade weg. Speichern nochmal als Kingdom. Verdammt, ich hätte vorhin auch in der Stadt sein können. Nein, du musst... Leadership ist nicht moralabhängig. Leadership ist, wenn du eine Armee leitest. Also ganz viele Leute mögen mich jetzt weniger. Aber ich bin mein eigenes Königreich. Mehr oder weniger. Beziehungsweise ich habe jetzt erstmal wieder Frieden. Ach scheiße, mein einer Workshop ist jetzt natürlich weg, weil der in der Feindstadt war. Wurde wahrscheinlich sofort gefändet. Das kann noch ein bisschen dauern. Viele gehörten zum nördlichen Empire. Moment. Ich mache mein Banner jetzt rot, damit das nicht mit dem nördlichen Empire verwechselt werden kann. About creating my own faction, about founding my own faction. I still working on it. Also ist das andere. Was? Wer? Jetzt gehe ich nochmal zum anderen. Ich weiß, man kann der Taverne, die Schankmarkt, sagen, dass sie für deine ganze Mannschaft Essen machen soll. Aber am besten ist, du hast viele Food-Variationen immer dabei. Vor allem, weil du dadurch auch deinen Quartiermeister-Skill verbesserst. Ich hab ein Keep, ich hab eine Stadt. Ich hab alles drei. Nicht alles drei, alles beide. Ich hab sogar zwei Städte und einen Keep. Natürlich habe ich das. Ich hab meine Städte behalten. Natürlich.
Das ist ja wohl trotzdem ein Castle und das sind trotzdem Städte und Dörfer. Ich bin unabhängig. Nein, nein, nein. Jetzt wird so gemacht, wie ich es sage. Ich habe mich doch unabhängig gemacht vor 5 Minuten. Und habe dann direkt Frieden gekauft. Für 80.000. Was ist denn los? Ob du zuguckst oder nicht, das ist die Frage. Ich bin mit dem Clan unabhängig. Aber die Städte, die ich behalten habe, gelten anscheinend nicht. Bist du eigentlich eine Banane oder so? Ich bin doch hier bei Azagos. Damit ich jetzt mein Non-Imperial Kingdom gründen kann. Ich bin unabhängig, verdammte Hacke! Und ich habe eine Stadt. Und ich kann jetzt bei dem mein eigenes Kingdom gründen. Es ist hier überhaupt nichts buggy! Ich kann das alles machen, verdammte Hacke! Geil, ey. Jetzt muss ich, um das weiterzumachen, das Empire schwächen. Bis es nur noch 4 imperiale, Nein. Bis sie nur noch 4 Settlements haben. Tut mir leid, ich weiß nicht, warum ich so laut bin dann. Juhu, ich habe einen Kingdom-Button. Und ich habe keinen Einfluss mehr. Ach so. Danke, Vaduk, für 50 Bits. Kingdom of the Shitter. Shitter heißt Glitzer, dachte da an was anderes. Also ist die Grundfarbe der Rüstung rot.
weil mein Banner ja angepasst wurde. Da habe ich übrigens noch nie drauf geachtet. Wir haben überhaupt nicht aneinander vorbeigeredet, sondern du hast einfach nicht verstanden, dass das alles läuft. So. Was ist los, Balthasar? Hm? Möchtest du ein Möhrchen? Soll Papa dir ein Möhrchen geben gleich mal? Balthasar ist der Hund von mir, der sitzt hier neben mir. Also unter mir. Wie auch immer, er ist einfach in der Nähe. Ja, wie soll ich die denn jetzt mit Nahrung versorgen? Das ist mir bei einer anderen Stadt schon aufgefallen, die ist einfach zu groß und die können die nicht mehr versorgen mit Essen. Die Karawanen handeln doch nur, also das ist ja, glaube ich, nochmal eine ganz andere Food-Angabe, also Essensangabe, als der andere Kram. Gesetze vorschlagen, die Nahrungsproduktion erhöhen. Danke, 31er. Ach so, ja. Dementsprechend, wie viel Essen in der Stadt ist, umso mehr Essen wird da angezeigt. Dann sollte ich also neue Karawanen gründen bei mir in den Hauptstädten. Die 3 Stück. Oh, Adlige überzeugen sich, mir anzuschließen und keiner mag mich.
Ach, mit Geld funktioniert das ja eh nicht. Mehr Einfluss. Ne, Adlige besiegen und freilassen. Kann man eine Hauptstadt bestimmen? Ich glaube nicht. Gibt es irgendjemand, der mein Freund ist? Ah, der Vater meiner... meiner Frau. Aber erstmal ganz kurz Aufnahmebreak.